Herzlich willkommen, liebe Freunde der Wissenschaft. Ich bin mir ganz sicher, jeder von euch hat sich schon einmal die Frage gestellt, was ist eigentlich in der Thermodynamik der kritische Punkt, von dem immer alle reden? Falls du dir tatsächlich schon mal diese Frage gestellt hast, dann bist du hier genau richtig. Denn heute erzähle ich dir etwas über den kritischen Punkt. Doch bevor wir uns dieser Frage nähern, hier erstmal noch ein paar grundlegende Dinge. Erstmal stellen wir uns die Frage, wie kann man den Zustand eines Systems beschreiben? Dazu gibt es einmal die physikalische Größe, Druck, und außerdem die physikalische Größe, Temperatur. Trägt man diese beiden Größen gegeneinander auf, kann man nun experimentell die Zustände eines Stoffes beschreiben bzw. bestimmen. Diese drei Zustände lauten einmal fest, flüssig und gasförmig. Nun kann man in einem Experiment einen beliebigen Stoff mit dem Druck und der Temperatur variieren und man beobachtet, wann ein Stoff flüssig, gasförmig oder fest ist. Das haben zum Glück schon Leute vor mir für mich getan. Man erhält ein Zustandsdiagramm, in diesem Beispiel für Wasser. Man erkennt drei große Flächen, die erste Fläche für die flüssige Phase, die zweite Fläche für die feste Phase und die dritte Fläche ist die der Gasphase. Geht man jetzt hier bei einem Bar diese Linie entlang, ein Bar entspricht ungefähr dem atmosphärischen Druck auf unserem Planeten, und erniedrigt die Temperatur bis 0 Grad, dann sieht man, dass das Wasser eisförmig wird, es wird fest. Geht man mit der Temperatur weiter hoch und 100 Grad werden überschritten, dann wird das Wasser gasförmig. Diese drei großen Flächen werden von den Linien namens Konoden getrennt. An dem Punkt, wo alle Konoden zusammentreffen, befindet sich der Tripelpunkt. An diesem Tripelpunkt befindet sich Wasser in gasförmiger, flüssiger und festem Zustand. Folgen wir jetzt nun dieser Konode und erhöhen die Temperatur und den Druck, dann werden die Teilchen immer weiter und weiter zusammengedrückt und wir erreichen irgendwann den kritischen Punkt. Sind wir am kritischen Punkt angekommen, ist der Abstand zwischen den Teilchen so gering wie bei einer Flüssigkeit. Dabei ist es keine Flüssigkeit und auch kein Gas. Man kann den Stoff, in diesem Fall Wasser, anhand seiner Eigenschaften nicht mehr voneinander trennen. Man nennt dies auch überkritisches Fluid. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, hä? Wie soll das bitte aussehen? Zum Glück hat der gute Herr René Matzdorf das während seiner Vorlesung an der Universität in Kassel durchgeführt, gefilmt und auf YouTube hochgeladen. Man sieht hier einen Stoff namens Freon, der in zwei Phasen vorliegt. Einmal in einer flüssigen und einmal in einer gasförmigen Phase. Das hier oben, das ist keine Luft, sondern gasförmiges Freon. Das Freon wird erhitzt, bis es siedet, wie man hier sieht. Es siedet immer stärker und stärker. Bis der kritische Punkt überschritten wurde und das Fluid jetzt ein überkritisches Fluid ist. Das überkritische Fluid ist jetzt homogen im ganzen Volumen verteilt und besteht nur noch aus einer Phase. Es nimmt den gesamten Raum ein und lässt sich von der Eigenschaft, wie zum Beispiel der Dichte, nicht mehr als Flüssigkeit und auch nicht mehr als Gas einstufen. Interessant, oder? So, Freunde, jetzt wisst ihr endlich Bescheid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir 5 Sterne, hinterlasst einen Kommentar, abonnieren, favorisieren. Ihr kennt den Prozess. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Haut rein!